guten Abend, Freunde. Es ist Dienstag, 17 Uhr. 17 Uhr, Dienstag heißt der Pfleger on Tour. Und wie ihr gesehen habt im Vorspann, es geht heute Abend um Hagnau. Genauer gesagt um diesen wunderschönen Anleger hier hinter mir, den ich heute Abend zum Sonnenuntergang ein wenig in Szene setzen werde. Der Sonnenuntergang kommt noch nicht so ganz in Fahrt, denn die Wolken ziehen jetzt langsam ein bisschen dichter auf. Aber das macht nichts, denn Hagnau ist immer ein dankbares Motiv mit vielen Möglichkeiten und tollen Perspektiven. Deswegen sind wir gespannt, was da heute Abend bei rumkommt. Des Weiteren gehe ich nachher noch hoch an die Kirche. Die ist auch zu Zeiten der Energiekrise noch eine ganze Weile beleuchtet. Das heißt, zur blauen Stunde gibt es auch noch ein bisschen Kirchenfotografie. Aber ich baue jetzt in der Zwischenzeit mal auf. Ihr schaut's Intro und wir sehen uns gleich wieder. Ja, willkommen zurück nach dem Intro. Ich habe inzwischen aufgebaut. Diesmal fange ich an, mit links vom Steg zu fotografieren in Richtung des Sonnenuntergangs. Der Sonnenuntergang findet auch gerade hinter uns statt. Wie ihr seht, fängt so leicht an, so lila-violett, rosa-pink zu werden. Deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen und die Bilder aufnehmen. Ich habe eine Blende von 20, Belichtungszeit zwischen 15 und 20 Sekunden. Fotografiere mit dem Canon RF 14-35, immer mal wieder so zwischen 16 und 35 hin und her. Wichtig ist mir nur, dass der Steg vorne in der Bildzentrum steht, sodass ich auch teilweise noch den Sentis mit drauf hatte, denn wir hatten gerade eben auch schon ein richtig schönes Alpenglühen, aber die Bilder blende ich auch gleich ein. In dem Fall, guckt euch die Bilder an, was aus dieser Perspektive geworden ist. Bis gleich. So, die nächste Perspektive wäre dann hier zwischen dem Steg und den alten Bunnen hier rechts neben mir. Die sind übrigens auch ein geiles Motiv. Die kann man auch schön alleine in Szene stellen nachher. Das werde ich auch mal noch versuchen. Und nachher gehen wir auch noch rüber zum Boot, das ja hier als Ausstellungsstück dient, weil in Bottighofen drüben ist es, oder in Aborn ist das gleiche Boot. Das soll eine Partnerschaft zwischen Hagnau und Aborn sein, bei der Seegefrorene. Dort wurde die Jakobsstatue von Aborn nach Hagnau getragen oder von Hagnau nach Aborn. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall in einem der beiden Orte steht sie und dort kann man sie auch besichtigen. Genau. Ich nehme jetzt hier die beiden, den Steg links, den lasse ich oben schön ins Bild reinlaufen und die Bunnen hier lasse ich rechts unten ins Bild reinlaufen, Polfilter an, Belichtungszeit 30 Sekunden, Blende 16, immer noch mit dem RF 14-35. In dem Fall viel Spaß bei den Bildern. Bis gleich. So, wie schon anfangs erwähnt, euch gehen die Perspektiven hier definitiv nicht aus. Ich mache jetzt gerade hier das Fahrkartenhäuschen hier hinter mir. Und der Sentis sitzt jetzt gerade so richtig schön über dem Fahrkartenhäuschen. Und wenn ihr da ein cooles Telezoom habt, dann könnt ihr den richtig schön ranholen und könnt da noch ein bisschen Blendensterne mit hinzaubern. Neben dem Fahrkartenhäuschen sind nämlich die Lichter jetzt mittlerweile angegangen. Das heißt, ihr könnt da noch richtig schön was zaubern. Und das versuche ich jetzt mit einer Blende von 20, 25 und einer Belichtungszeit von 10, 15 Sekunden mit meinem 70-200. Bis gleich.
So, und natürlich zur blauen Stunde mit den schönen Lichtern an am Anleger macht es natürlich auch Sinn, den Steg von oben zu fotografieren. Das machen wir jetzt gerade, deswegen hier wieder eine Blende von 14 oder 16, je nachdem, kommt immer ganz drauf an, wie die Lichtsterne schön sind. Eine ISO leider von 400, beziehungsweise leider von 400. Ihr könnt mit der ISO ruhig hochgehen, die heutigen Kameras haben meistens bis 1600, sogar schon die kleinen Kameras bis 1000 und die semi-professionellen sogar bis 25.000 und die Profi-Kameras gehen sogar noch höher. Aber klar, irgendwann wird es natürlich undeutlich. Aber hier bei 400 noch überhaupt gar kein Problem. Belichtungszeit so kurz wie möglich. Ja, in dem Fall schauen wir, was aus den Bildern geworden ist. Bis gleich. Dann sind wir hier unten am Spot fertig. Dann gehen wir jetzt hoch zur Kirche, die jetzt echt schön beleuchtet ist, und mal sehen, wie die Bilder werden. Kommt einfach weiter mit. Ja, Freunde, das war's von der Hagnau-Tour. Ihr seht jetzt hier hinten hinter mir die Kirche. Ja, verdammt, was hier Autos fahren, ist ja verrückt. Also ich muss schon sagen, Hagnau ist schwer gestraft mit dem Verkehr hier. Wie gesagt, nichtsdestotrotz, hier ist die Kirche. Die hat sich aber leider als nicht ganz so effektiv rausgestellt, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich habe eine Doppelbelichtung noch gemacht. Die Doppelbelichtung blende ich natürlich nachher auch noch ein, genauso wie die Bilder hier von der Kirche. Ich blende jetzt noch meinen Instagram-Account ein und meine Homepage. Und wenn euch das Video von Hagnau hier gefallen hat, dann wäre es nett oder wäre es schön, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr mir folgt. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, wenn ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen wollt. Das hilft mir übrigens auch im YouTube-Algorithmus weiter hochzukommen, dass auch mehr Leute meine Videos sehen. Ich würde mich freuen, euch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen, und verbleibe mit schönen Grüßen, schönen Abend, macht's gut, euer Dennis.